ist da niemand. Das gibt's ja nicht. Alles muss man selber machen. Ah, hallo, willkommen. In der heutigen Zeit gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten, sich das Leben noch komplizierter zu machen, was es ohnehin schon ist. Wir kümmern uns heute um einen Punkt, den man deutlich vereinfachen kann, wenn man weiß wie. Bei einer selbst von mir durchgeführten Untersuchung habe ich festgestellt, dass 60% aller Federungen auf Mountainbikes und E-Mountainbikes vollkommen falsch eingestellt sind oder seit dem Kauf des Rades nie angegriffen wurden oder nachjustiert wurden. Wir wollen heute wenigstens das Federungssetups unseres Full Suspension Mountainbikes deutlich vereinfachen. Es gibt ja unzählige Videos da draußen auf diesem YouTube, da will eines das andere übertreffen mit unglaublichen technischen Finessen. Grund genug, sich uns einmal dieser Thematik Federung richtig einstellen zu widmen und zu zeigen, in welchen einfachen Schritten man das jeder für sich selbst zu Hause in 5 Minuten erledigen kann. Deshalb genau aufpassen und am besten mitschreiben, weil beim nächsten Mal wird das alles abgeprüft. Aber was brauchen wir jetzt dafür? Mit ganz wenig Werkzeug ist es bewerkstelligt und eigentlich braucht man dazu fast gar kein Werkzeug. Das Wichtigste, was man dazu braucht, ist aber eine Pumpe. Aber nicht so eine Pumpe, sondern eine Dämpferpumpe. Ich habe ein digitales Modell, es gibt natürlich auch Modelle mit einer Zeigeranzeige, analog quasi. Es ist grundsätzlich vollkommen wurscht, ob man digital oder analog verwendet. Wichtig ist nur, dass man immer die gleiche Pumpe verwendet. Wenn man immer die gleiche Pumpe verwendet und die immer gleiche Pumpe misst immer gleich falsch, ist es im Endeffekt wieder egal, weil dann ist sie immer richtig. Und es ist ja nicht wichtig, dass ich hier eine Zahl einstelle, die wer anderer mir vorgibt, sondern ich stelle eine Zahl ein, die ich einstelle und die bleibt dann immer gleich. Und wenn ich immer die gleiche Zahl mit der immer gleichen Pumpe einstelle, ist vollkommen wurscht, ob die genau ist oder nicht, weil ich stelle ja immer mit der gleichen Ungenauigkeit die... Ihr wisst, was ich meine? Dämpferpumpe. Oh. Eines der wichtigsten Dinge, bevor ich mit dem ganzen Zeug beginne, muss ich dennoch so eine Pumpe verwenden. Weil warum? Der Luftdruck muss passen. Man soll es nicht unterschätzen. Der Luftdruck in den Reifen ist ein wesentlicher Bestandteil der Federung. Deshalb, wenn möglich, immer mit dem gleichen ungefähr Luftdruck fahren und den überprüfen. Zum Thema richtigen Luftdruck haben wir eine kleine Daumenregel vollführen, die da lautet: Ein 80 Kilo schwerer Fahrer bei 2,5er, 2,6er Reifen soll 2 Bar einpumpen. Hat er 10 Kilo mehr, hat er 10 Kilo weniger, dann dementsprechend 0,1 Bar mehr und 0,1 Bar weniger. Sind die Reifen schmäler oder breiter, dann auch 0,1 Bar mehr bei schmäleren Reifen und 0,1 Bar weniger bei breiteren Reifen. Fahre ich mit Schlauch oder fahre ich mit Tubeless? Bei Tubeless kann ich wiederum 0,1, 0,2 Bar weniger. Dann kommt noch dazu, habe ich da noch verstärkte Seitenwände oder nicht und kann auch ebenfalls weniger. So kommt jeder für sich auf irgendeine Ausgangsbasis, von der man wegarbeiten kann. Natürlich ist das nicht die Bibel, nicht festgesetzt und jeder kann machen, was er will. Aber es ist eine Ausgangsbasis. Man sagt auch, hinten immer mehr Luft wie vorne. Naja, das stimmt so zwar schon irgendwie, aber nicht ganz. Weil bei gleicher Reifendimension hinten ein bisschen mehr wie vorne. Ich kann nicht gruselig sagen, hinten gebe ich jetzt 0,2 Bar mehr rein. Weil hinten ist hinten. Das kommt auf die Reifendimension an. Ich fahre vorne einen 2,5er mit 20 PSI, ich fahre hinten einen 2,8er auch mit 20 PSI. Bevor man überhaupt beginnt, ist es Wichtigste, sich die komplette Kleidung anzuziehen, die man sonst auch beim Fahrradfahren anhat. Das heißt, wenn man mit Rucksack unterwegs ist, auch den Rucksack. Wenn man im Winter unterwegs ist mit dickerer Kleidung, auch die dickere Kleidung. Und wenn man dann so adjustiert ist, wie man ohnehin fahren würde, wenn man fahren wird, dann kann es losgehen. Punkt 1. Der Sag, der Negativfederweg. Das, womit die Federung sich schon einmal nach unten begibt, nur weil ich drauf sitze. Das muss als erstes eingestellt werden. Damit stelle ich quasi die Federung auf mein Gewicht ein und beginne hinten. Setze mich gemütlich auf den Sattel und schaue, wie viel das einfedert. Und dann pumpe ich Luft dazu oder nehme Luft raus, je nachdem, ob es 2 oder zu wenig ist. Im Endeffekt wollen wir ca. 30% Sag haben. Bei Stahlfederdämpfer ist das Ganze, je nachdem wie man sieht, einfacher oder schwerer, je nachdem. Man braucht nur die Feder wechseln. Also eine Feder passend zum eigenen Gewicht reinschrauben und in der Regel, das war's, fertig. Braucht nichts herumpumpen oder sonst was, eine Feder rein. Wenn ich die falsche Feder habe, muss ich die Feder tauschen.
Insofern haben die Luftfederdämpfer einen Vorteil, die kann man jederzeit ändern. Okay. Aufpumpen und auf das Bike drauf. Vorne an der Gabel ist jetzt dann schon ein bisschen, naja, da muss ich halt das Gewicht dann jetzt nicht hinten am Arsch haben, sondern vorne auf der Gabel. Das heißt, ich stelle mich auf, rolle langsam oder lehne mich am Baum an. Auf jeden Fall versuche ich der Gabel nicht allzu viel anzutun, sondern einfach nur mein eigenes Gewicht in die Gabel reinzubringen. Und werde so ebenfalls wieder auf meine Säge von 25-30% kommen als Ausgangsbasis. Das ist nicht die Bibel, das ist nicht festgeschrieben, das ist nicht eingemeißelt in Stein. Das ist die Ausgangsbasis. Bei den Rockschox-Gabeln ist es leichter, da ist eine Skala drauf, die kann man ablesen und man weiß, was los ist. Bei Fox-Federelementen muss man ein Maßband zu Hilfe nehmen und sich die 30% abmessen und ausrechnen. Wenn ich den Säge habe, dann geht's weiter. Punkt 2. Als nächster Punkt. Ich muss aber schauen, ob ich jetzt mit dem Säge und dem Druck, den ich drin habe, überhaupt auskomme. Haha, wie mache ich das? Ich suche mir eine flache Strecke, ein flaches Stück, einen Parkplatz, eine Vorstraße, whatever. Ich rolle gemütlich dahin und dann explodiere ich. Wumm, voll einfedern. Voll, mit aller Kraft, die ich habe. Nicht mit meinem Gewicht, das ich habe, sondern mit meiner Kraft, die ich habe. Hin und vorn gleichzeitig. Wumm, das mache ich. Und dann schaue ich. Dann schaue ich nämlich, wo sich dieser O-Ring hin verschoben hat. Und dann, wenn man das macht, darf das Ganze nicht mehr wie 80% einfedern. Ich darf nicht durchschlagen. Ich fahre meine Gabel vorne mit 80 PSI. Und zwei Token. Zu den Token kommen wir aber noch. Besser Token, Volume Reducer, was der Teufel. Wie auch immer diese Plastikdinger genannt werden wollen, letztlich werden nur so Plastikdinger in einen Gabelschaft reingegeben, dadurch wird das Volumen im Gabelschaft verringert und dadurch wird die Federungskennlinie progressiver. Das heißt, gegen Ende des Federwegs wird es immer härter. Mit Spacern kann ich nicht die Feinfühligkeit der Gabel zu Beginn ändern. Kann ich nicht. Aber ich kann mit Spacern das letzte Drittel ändern, wie härter das er da wird und wie sehr das er durchschlägt oder nicht. Damit ich aber Token einbauen kann, muss ich die Gabel aufmachen und dazu reicht in der Regel schon ein normales Ratschen, damit ich oben den Deckel der... Wichtig, den kompletten Luftdruck vorher ablassen und erst wenn die ganze Luft draußen ist, dann die... Schaut in die Anleitung oder auf Federgabel, da wird eindeutig beschrieben werden sein, wie man das öffnen kann, damit man Token reingeben kann. In der Regel ist ganz einfach, jeder, der eine normale Schraube lösen kann, kann auch eine Federgabel öffnen. Token, Spacer, wie immer ihr das nennen wollt, Plastikplümpel werden da reingeäumelt. Wenn man eine Gabel kauft, ist meistens zumindest einer schon drinnen. Oder es liegen noch zusätzliche bei, sodass man die gemeinsam verbinden kann und dann gemeinsam hineinäumeln kann. Aufpassen, je nach Hersteller, gibt es eine gewisse Maximalanzahl an Token. Das heißt, ich kann jetzt nicht da beliebig viele da hineinbauen. Irgendwann ist Schluss. Je nach Gabel, je nach Hersteller nachschauen, wie viel die Maximalanzahl für Tokens ist. Wobei man sagen muss, bevor man sich mit den Token zu sehr spielt, sollte man lieber mit der Luft ein wenig herumexperimentieren. Lieber ein bisschen mehr Luft als mit zu viel Token, weil die Token wirken sich bereits aus ab der Hälfte des Federwegs. Auf dem Parkplatz durchschlagen, nur weil ich da einmal reinhupfe in das Radl. Das wäre schlecht. Wenn ich weniger wie 80% nutze, dann ganze Luft raus, Gabel aufmachen und vermutlich sind zu viele Token drin. Dann einen Token rausnehmen, Gabel wieder zumachen, Luft wieder reinpumpen, nochmal, puff. Und wenn ich jetzt auf die 80-90 bin, super. Wenn ich über bin, wenn ich quasi den ganzen Federweg verbrauche, Luft rauslassen, Gabel aufmachen. Distanzspacer oder Plastiktrümmer reinwürge, Spacer, Token, wie auch immer man das nennen will. Reingeben, Gabel wieder zumachen, dem gleichen Druck wieder aufpumpen. Nochmal probieren. Und das so lange machen, bis ich auf maximal 80-90% bin, wenn ich nur am Parkplatz einmal voll hinein explodiere, das Rad. Boom, mit aller Kraft. Und wenn ich dann den Säge richtig eingestellt habe, quasi auch die Progression der Gabel, dass ich weiß, ich kann den Federweg vernünftig ausnutzen, dann habe ich eigentlich schon 90% erledigt. Da fehlt nur mehr... Dritter Punkt. Der Rebound, wie der Denkländer sagt. Die Geschwindigkeit des Wiederausfederns einstellen. Wir beginnen dabei hinten. Wir setzen uns gemütlich als Fahrer, suchen uns eine nette
Bordsteinkante und rumpeln über diese Bordsteinkante drüber. Und wer keinen Bordstein in der Nähe hat, der fährt einfach auf den Sonntagsberg. Ja. Ist gut. Ich brauche halt irgendeine Kleinigkeit zum Mitnehmen, damit man die Leute glauben, dass er rum war. Aha, speziell die älteren Herrschaften wollen die festen Drügel mit dem Henkel. Ja, die will ich aber auch. Was hätten Sie da gern für einen? Ach so, ja, stimmt. Den was würde ich auch gerne. Mit Glas. Entschuldigung, darf ich nur schnell? Ja, okay, darf ich noch. Vielen Dank. Passt, danke. Und dann arbeiten wir uns Klick für Klick Richtung Hase vor, das heißt Richtung Schneller. Wir wollen nicht, dass wir drinnen bleiben und nie wieder rausfedern, wir wollen aber gleich wieder rausgeschnupfelt werden. Wir wollen ganz normal ausgefedert werden. Bei der Gabel ist es ein bisschen einfacher, da stelle ich auch die Dämpfung einmal auf oder off oder da steht dann meistens Hase und Igel. Hase und Igel? Hase und Schildkröte, also schnell und langsam. Im besten Fall haben wir es auf komplett langsam gestellt. Wie es auch komplett überdämpft ist, dass ich reindrücke und dann kann ich mal zuschauen, 2 Minuten und warten, bis der Lenker wieder hochkommt. Dann nehmen wir das Rad am Lenker und drücken dann mindestens ein Drittel vom Federweg oder wenn es geht noch mehr fest runter. Und lassen es schnell aus. Schnell! Sodass die Gabel von alleine ausfedern kann. Schnell den Lenker einfedern und dann wieder Klick für Klick weiterarbeiten, so lange bis, wenn ich einfedere und schnell auslasse, das Rad den Boden verlässt. Wenn es springt, dann bin ich zu weit und dann muss ich wieder langsamer, dann drehe ich wieder zurück. So lange, bis ich einen Punkt gefunden habe, wo ich beim schnellen Auslassen das Vorderrad zwar schnell ausfedert, aber nicht so schnell ausfedert, dass es abhebt. Es muss am Boden bleiben, hinten und vorne. Immer so schnell wie möglich ausfedern, aber auf keinen Fall den Boden verlassen, das ist eigentlich die Regel. So einfach ist es. So, jetzt haben wir den Säge eingestellt, haben die richtige Anzahl an Tokens drinnen, haben den Rebound eingestellt. Na, was fehlt da noch? Der letzte Punkt. Der finale Check. Flach dahinrollen, von mir aus leicht wellig, aber ganz easy cheesy und schauen. Federt hinten und vorne, das ist ungefähr gleich. Ich will ein harmonisches Bike haben. Und wenn wir schon ein Ungleichgewicht haben wollen, dann fahrt dann nur die Gabel schneller wie den Dämpfer. Nicht den Dämpfer schneller wie die Gabel. Und wenn ihr nicht wisst warum, macht es einmal. Viel Spaß. Es soll hinten und vorne eine harmonische Federungscharakteristik sein, die zueinander passt, die auch zum Fahrer passt. Manch ein Fahrer hat es gern, ein bisschen poppig und bum, bum, bum. Andere will es gemütlich, komfortabel. Da muss jeder selbst seinen Weg finden und seine Settings für sich. Mehr ist es nicht. Der finale Check an der Sache hat sich und schon kann ich fahren gehen. Die Sache ist erledigt. Rein, haben wir es da los. Sacra mia. Klassischer Fall für Trail-Säge. Ah. Moment, da kann man ja noch viele andere Sachen machen. Ja, kann man. Aber diese Einstellung, die wir jetzt besprochen haben, das ist die Basiseinstellung. Das sollte jeder wissen, jeder machen, weil mit der kann ich bereits losdüsen. Ich kann dann natürlich je nach Fahrstil, je nach Trail, je nachdem wo, wie, wann ich fahre, kann ich dann auch noch die Feintuning-Maßnahmen ergreifen. Aber die grundsätzliche Einstellung sollte so durchgeführt werden, wie soeben besprochen. Apropos Feintuning. Extra Tipp, alles was man macht, aufschreiben. Die PSI in der Gabel, im Dämpfer aufschreiben und wie viele Klicks ich was, wie, wo, wann verstelle, ebenfalls aufschreiben. Sollte irgendwann mal eine Wartung sein, kann ich alles wieder einstellen, klick, klick, klick und habe sofort wieder mein Setup, das ich immer habe. Zum Feintuning kommen wir jetzt. Dabei ist wichtig, die Feinjustage immer machen, abhängig davon vom eigenen Fahrstil oder auch vom Gelände, das man hauptsächlich fährt. Immer im Vordergrund soll stehen, ich muss Grip haben, aber auch eine gewisse Menge an Komfort. Grip, sodass der Reifen immer am Boden klebt quasi und auch Komfort, dass es mich nicht durchrüttelt. Es gibt jetzt 2 Dinge, mit denen man sich herumspielen kann. Die sogenannte Low-Speed-Compression, die quasi auf jeder Gabel drauf ist und meistens ein blauer Dreher oder Klicker oder wie blau. Auf den meisten Gabeln ist das einfach blau. Ebenso bei den meisten Gabeln, wenn man es im Uhrzeiger dreht, wird das Ganze straffer.
Und gegen den Uhrzeigersinn wird das Ganze wieder antistraffer. Ich habe meine Low-Speed-Compression grundsätzlich komplett off. Nur wenn die Gabel beim Bremsen schon zu sehr eintaucht, dann kann man die etwas erhöhen. Die Gefahr bei der Low-Speed-Compression ist, dass wenn man die zu sehr erhöht, es einen ziemlich durchrumpelt, weil der Komfort der Gabel dramatisch sinkt. Die wird dann bereits im ersten Drittel, zu Beginn des Federwegs, eher ein bisschen unsensibler. Die Gabel wird dann quasi zu langsam und kann schnell Wurzel, schnell Steine wenig entgegensetzen und wird ein bisschen rütteliger und unkomfortabler. Deshalb ist eher meine Empfehlung als grundsätzliche Ausgangsbasis für alles die Low-Speed-Compression, das blaue Ding einmal komplett auf offen drehen und einmal so fahren. Und wenn man der Meinung ist, man muss die Low-Speed-Compression noch weiter, noch straffer machen, dann kann man gleich noch mit dem Gabel-Setup oder Dämpfer-Setup beginnen. Weil wenn man die Low-Speed-Compression schon so straff stellen muss, dann stimmt wahrscheinlich schon grundsätzlich bei irgendwelchen, beim Luftdruck selbst auch schon irgendwas nicht. Am besten gleich nochmal von vorn beginnen. Wenn ich bei der Low-Speed-Compression auf Holl oder Rot, dann bin ich entweder ein Cross-Country-Heizer und habe es gerne ungemütlich und rau, oder ich habe schon beim Luftdruck und bei den Tokens einen Fehler gemacht. Und erst dann, wenn man merkt, oh, bei der längeren Kurve oder immer beim Bremsen taucht immer die Federgabel so tief ein, dann muss ich die straffer machen. Aber grundsätzlich sollte ich die eher offen fahren. Die High-Speed-Compression, das ist meistens ein rotes Knöpfelchen, gibt es nicht bei jeder Gabel, eher nur bei den etwas teureren Modellen. Die kümmern sich eher um die groben Dinge, also wenn ich irgendwo runtertroppe, runterspringe, runterknalle, um die wirklich wilden Sachen, da kümmert sich die High-Speed-Compression. Deshalb haben Änderungen bei der High-Speed-Compression auch eigentlich wenig bis gar keinen Effekt auf kleinere Wurzeln oder Steine oder sonst irgendwas. Sollte jetzt jemand keinen roten Dreher finden auf seiner Gabel oder Dämpfer und diese High-Speed-Compression nicht einstellen können, keine Angst, das braucht man nicht jetzt unbedingt. Und wenn man es nicht hat, kann man damit auch leben. Bei ganz teuren Dämpfern und Gabeln kann ich mir auch einstellen, wie der Rebound zu Beginn sein soll, bei nur kleineren Schlägen, und wie der Rebound sein soll bei größeren Schlägen am Ende des Federwegs. Auch diese Verstellmöglichkeit hat nicht jede Gabel. Wenn es der eine oder andere gewisse Dreher auf seiner Gabel nicht findet, braucht ihr euch keine neue Gabel kaufen. Jede vernünftige Gabel heutzutage hat die ausreichenden Verstellmöglichkeiten, die man für komfortables oder sportliches Fahren braucht. Diese zusätzlichen Dreher sind für Wettbewerbe oder Profis oder Freaks nützlich, aber nicht unbedingt notwendig, in keinster Weise. Ich glaube, die 60%, die bis jetzt die Federung nicht selbst eingestellt haben, die werden wir jetzt dramatisch verändern. Und jetzt kann jeder mal selbst seine Federung einstellen. Das heißt, erster Punkt, Säg einstellen. Zweiter Punkt, überprüfen, ob die Progression passt, ob ich mehr Token brauche oder die Token rausnehmen muss. Es ist auch denkbar einfach, nur ein Werkzeug, um die Gabel zu öffnen, um ein paar Token hinzuzufügen oder rauszunehmen und eine Dämpferpumpe, um das Ganze aufzupumpen mit dem richtigen Druck. Dritter Punkt, Ausfederungsgeschwindigkeit, Rebound einstellen. Mehr brauche ich nicht. Oder kleine Zettel, wo ich mir aufschreibe, wie viel Token, wie viel Klicks, wie viel PSI, was habe ich, damit ich das in Zukunft wieder mal nachvollziehen kann. Und als vierter und letzter überprüfen, harmonisiert das Rad vorne, hinten. Natürlich, wenn ich jetzt nur ein Hardtail habe, da spare ich mir vorne, hinten, weil dann muss ich nicht überprüfen, ob es harmonisiert. Dann muss ich nur die Gabel überprüfen, ob es so federt, wie ich will. Aber ich hoffe, das ist klar. Das ist kein Hexenwerk, das ist ganz easy cheesy. Das ist leichter wie Reifen wechseln, sage ich jetzt einfach einmal. Ja. Wollt ihr noch was sagen? Es gibt doch Fragen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr was sagen wollt, ab damit in die Kommentare, weil dafür sind die Kommentare da, dass man da was reinschreibt. Wenn ein Kommentar und ein Like würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, dann. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal und bis dahin, stellt eure Federung ordentlich ein. Also was, passt auf euch auf. Bleibt ihr seid. Tschüss, Baba und ciao. Und ich schaue jetzt, wo der Typ mit dem blauen Hemd ist, weil das kann ja wohl nicht sein, dass der da einfach jetzt. Ich meine wirklich, ist ja ein Witz, oder? Hat der Pause? Hat der frei oder was? Wir werden dem Typen freigeben. Echt? Ist ein Witz. Weißt du, wenn der Doktor nicht wäre? Echt? Lausiger Kaffeeersatz. Boah. Ach
Super Skript da oben einer. Jetzt haben wir wieder ein super Skript. Da brauche ich jetzt, da muss ich mal einen halben Tag Urlaub nehmen, damit ich mir die Federung ein. Nein, da brauche ich gar nichts. Da brauche ich eine Dämpferpumpe, 10 Minuten Zeit, ein bisschen Hirn und 3 einfache Schritte. Ende. Das ist das Skript fürs heutige Video. Der Doktor, unrasiert, mit Kappe, kommt und wundert sich, dass niemand da ist und beginnt zu reden. Besseres Skript braucht man nicht. Ich habe ja immer ungefähr das Supermaßen. Auch wenn es manche vielleicht glauben mag, aber Federungen einzustellen ist überhaupt kein Hexenwerk und kann grundsätzlich von jedem durchgeführt werden. Es gibt ganz wenig Dinge, damit die man... Was macht denn der jetzt da? Mit einer Pumpe. Oder mit der Pumpe, mit dem Ding da vorne auf der Pumpe. Mit dem Pumpenluftdrucküberprüfungsmessgerät. Da ist meine Tasse! Es wälzt sich dieses Hund-Tier in Kuhscheiße und sein Herrchen merkt es nicht. Viel Spaß mit dem Hund im Auto. Sind die Reifen breiter oder schmaler, dann auch ein paar weniger bei breiteren Reifen und 0,1 Bar mehr bei In der heutigen Zeit gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten, sich das Leben noch komplizierter zu machen. Und so. Ganz wenig Werkzeug. Spacer, Token, Volume Reducer oder what the fuck. Schaut in der Anleitung eures In der heutigen Zeit gibt's ja ohnehin und mithin. Die Gabel öffnen, weil wenn ich das mache, solange noch Luftdruck drin ist, macht es Tschipuff und holla da roh. Das wollen wir nicht. Das allererste, was wir einstellen, ist das Säg. Der Negativfederweg. Also das, wobei. Easy, cheesy. So. In der heutigen Zeit gibt es hunderte Möglichkeiten, sich das Leben noch komplizierter zu machen, als es ohnehin schon ist. Eine Möglichkeit davon ist, sich ein mit elektrisch hat das gar nichts zu tun. Haha, wie mache ich das? Ich suche mir eine Flache. Also nicht eine Flache. Ich fahre meine Tafel. Meine Tafel auch. Ich weiß jetzt nicht, wo er den hingibt, also nicht. Ein Anorak in die Jacke, hm? Na, weil ich habe eine Kamera im Rucksack mit den Speicherkarten, dass da der Magnet zubekommt. Das war dann auch blöd. Richtig, da kann ich nochmal rauffahren und nochmal alles aufnehmen. Ja, das ist für mich kein Problem. Ja, ja, das denke ich mal. Also alle, die jetzt noch nicht wissen, an welchem Tag ich das jetzt aufgenommen habe, die wissen es. Wenn ihr schon mal da seid. Zu den Spacern ist grundsätzlich gesagt, die Spacer kümmern sich grundsätzlich um das letzte Drittel vom Federweg. Die kümmern sich nur darum, dass die Gabel der Dämpfer am Ende progressiver wird, härter wird und ein Durchschlagen verhindert. Sonst machen die Spacer nichts. Wo kommt die ganze Sonne her auf einmal? Es ist denkbar einfach. Wir brauchen nur ein Werkzeug, um die Gabel zu öffnen. Wir brauchen nur ein Werkzeug, um Luft rein. Das war knapp an der Zeche vorbei. Die Gabel wird dann quasi zu langsam und kann schnellen Wurzeln, schnell Steinen. Und wenn wir was gelernt haben, ich hoffe, wir haben... Low Speed Compression, offen. Die Cross-Country-Heizer, die es gerne rüttelig haben wollen und auf Federgabelkomfort sowieso verzichten, die sollen es zuschrauben und sich quälen. Gerne. Habt ihr schon mal die Federung selbst eingestellt? Stellt ihr grundsätzlich die Federungen auf eurem Fahrrad selbst ein? Oder habt ihr irgendwelche anderen Spezialtipps, um das einzustellen? Glaubt ihr ja, dass ihr... Mich juckt da total. Drei einfache Punkte. Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3. Nicht zu vergessen, Punkt 4. Tja, und das war's schon wieder. Das ist kein Hexenwerk. Das geht zicki-zacki hollakaki. Das geht rutsch-rutsch und schon sind wir fertig. Tja, ich glaube, das war's, oder? Wenn es Fragen gibt, Wünsche, Anregungen, Beschwerden oder sonstige Tipps, Hinweise oder ihr habt keinen Friseur und wollt mit denen reden, schreibt es unten rein in die Kommentare, würde mich freuen, wenn da auch was Witziges, was Interessantes, was Kluges drin steht. Wie gehabt, bitte höflich bleiben da unten in den Kommentaren. Oder so sehen wir uns beim nächsten Mal.
Wenn dann abgeprüft wird, was wir heute gelernt haben. Federungseinstellung ist so kompliziert, so ein Pipifax. Man kann es kompliziert machen, in Wirklichkeit ist es ganz einfach. Aber ganz einfach. Ich rezessiere hier ein professioneller. Was, das? Was macht der draußen? Der tut da ein bisschen was um. Du machen. Ich meine, das ist ja wieder. Ich glaube, jetzt sieht das einmal aus, weil. Das stört mich am meisten. Der nimmt ihn auf. Der nimmt ihn auf. Ich muss meinen Ton abdrehen. Das gibt ja nicht. Die Leute huchen dazu. Halleluja! Immer denkt, ich habe schon angetraten, weil. Hören die Leute noch immer zu. Das gibt's ja nicht. Ich hoffe, ich habe nichts Grausliches gesagt.